Hallo wieder, herzlich willkommen zum Tango Spielplatz mit Thomas und Evi. Wir machen heute weiter von letzter Woche. Wir machen wieder Badidas etwas mehr kompliziert in schöne Kombination, damit ihr gut spielen könnt. Wir zeigen euch das. Zuerst bei der Klinge. Das ist die erste Kombination auf beiden Seiten. Und die zweite Kombination. Sehr ähnlich, werdet ihr merken. Mit anderer Dynamik aber. Macht total Spaß auf jeden Fall. Hat es in sich. Nicht ganz einfach, aber wir tanzen ja zum Glück auf dem Spielplatz im Sand. Wer da hinfahrt, tun wir uns nicht weh. Gut, was ist wichtig? Also, Regel Nummer 1 in der Badida: Nie von den Füßen irritieren lassen in der folgenden Rolle und die Führung von oben weiter folgen. Ja? So, ich werde in den Fuß Ocho geführt und ich komme zu einer Position, die der Eingang des Sandwiches aus so gleich sieht. Ja? So bitte hier nicht irritieren lassen, dass das Bein da steht. Wenn er weiterführt und ich mein Bein nicht wegnehme, dann falle ich natürlich. So, das Bein ist stopp. Na ja, kennen wir schon, was eine Barriere ist aus dem letzten Video. Und dann laufe ich meinen Seitwärtsschritt ganz schön, ganz aktiv, wie normal, wenn er weiter mit dem Oberkörper führt. In dem Moment spüre ich die Kraft des Schrittes, der Folge, total schön. Es ist ein wirklich guter Moment, weil ich ja den Kontakt aufnehme zu ihrem Fuß. Ich weiß ja, was ich vorhabe. So. Ich nehme den Kontakt auf und ich führe sie und ich spüre, eigentlich spüre ich das Standbein von Evi. Ich spüre, wie sie sich mit dem rechten Bein in den Boden drückt und die Energie vom rechten Bein auf das linke Bein kommt und dann die Energie des Bodens hier mein Bein mit bewegt. Und genau das ist Barida. Das ist ein Fußwischer, Fußschieber, dass ich spüre, die Bewegung der Folgenden nimmt meine Bewegung mit. Natürlich von mir ausgelöst, die Führung liegt bei mir, die Führung liegt nicht bei Evi, aber der Schritt, der gehört ja der Folgenden. Ja, ich führe, Evi macht aktives Folgen, macht ihre Bewegung selber und nimmt mich mit in den Schritt. Auf der anderen Seite, ne? So. Dann führen wir hier rüber, in Passada. Ich öffne meinen Oberkörper, lasse Evi drüber steigen, Passada. Ich drehe sie, mit meinem Fuß bleibe ich einfach, wo ich bin. Und wir schließen ab mit einer Parada und führen dann raus. Das ist ganz natürlich, Rückzeit vor, sagt mein Drehsystem. Rückzeit vor. Gut, ja? Schön. Zweite Kombination ist ein bisschen schwieriger. Ja? Der Aufbau ist genau der gleiche, aus der Rückwärtsausschau. Und wir suchen wieder den Moment, wo Evi hier in der geöffneten Position steht. Jetzt gehe ich aber nicht mit meinem rechten Fuß zu ihrem linken, sondern ich mache eine Gewichtsverlagerung, wechsle ins gekreuzte G-System und gehe hier mit meinem linken Fuß zu ihrem linken Fuß. Dann führe ich sie hier in den Seitwärtsschritt und begleite, ich fange an zu begleiten, aber nur bis Evi in der geöffneten Position steht. Das Gewicht ist gleichmäßig verteilt zwischen beiden Beinen. Und dann wechsle ich, ich gehe jetzt von ihrem linken zu ihrem rechten und stelle mich hier neben ihren rechten Fuß. Daraus machen wir keine Barida, sondern eine Saccada. Ich stelle mich dahin, wo Evi steht. Sie bekommt extra Energie für ihren Schritt. Durch die Energie dreht sie sich um mich herum. Ich gehe mit meinem rechten Fuß jetzt wieder an ihren linken, wo ich vorher schon war, und löse auf mit einem Sandwich.
nochmal im Fluss. Falscher Fuß, pardon. Ein ganz wichtiger Punkt für die Führenden. In dem Moment, dass ihr euch für die Balida vorbereitet, nehmt eine günstige Positionierung des Füßes. Ja? Wenn dieser Fuß sich nicht dreht und dann die Balida kommt, wir lassen es so stehen. So wirklich drehen, weil ihr wisst vor, dass ihr vorhabt, ganz viel in die Richtung zu drehen. So bereitet bitte dieses Bein vor. Und auch was schön in dieser Kombination ist, wir haben zwei Situationen, die ähnlich sind. Eine führt weiter, die zweite aber ist doch das Sandwich. So, die Führenden sollten nicht weiter führen und die Folgenden bleiben diesmal in der Position. Auf der anderen Seite, gleiche Geschichte. Passiert auch, ist auch ein Effekt. Aus der Rückwärtsanschub. Oh. Super schöne Dynamik. Ja. Und Fluss. Machen wir mit Musik? Ja. Mit Musik. Können wir natürlich schön mit diesen Momenten spielen. Passt darauf auf, dass ihr euch nicht stresst. Tanzt es lieber langsamer als schneller. Dann geht es auf jeden Fall besser. Okay? Ja. So viel dazu. Vielen Dank fürs Mittanzen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.